Ein ganz herzliches Hallo hier zu einer neuen Folge, zu einer neuen Episode bei dem Podcast, der sich mit dem Thema Leadership, Management und Sicherheit auch mal kritisch, aktiv und vielleicht auch mal unkonventionell auseinandersetzt. Heute haben wir wieder einen Interviewgast da, und zwar die Diana. Ich möchte hier gar nicht groß viel über sie erzählen, sondern ich überlasse das ja meistens meinen Interviewgästen selbst. In dem Sinne ein ganz herzliches Willkommen hier in diesem Podcast, liebe Diana. Dankeschön. Ich freue mich, dass du hier bei mir bist, in meiner Praxis. Und zu meiner Person. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren selbstständig im Bereich Coaching und auch Stressabbau. Und also mit dem Thema Gefühle, wo ja extrem im Stress spielt und auch im Coaching-Bereich, beschäftige ich mich eigentlich seit 10 Jahren. Und nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich entdeckt habe, dass die Gefühle etwas ist, was wir frei verfügen können und auch frei kontrollieren können. Und jetzt in dieser Gesellschaft, wo alles irgendwie manipuliert oder verändert wird, ist natürlich dieser Faktor sehr ausschlaggebend, egal wo das passiert, ob das jetzt privat oder geschäftlich ist. Darum dachte ich mir, ich mache es jetzt zu meinem Business. Ich mache mir keinen Stress mehr, sondern mache mit Stress, verdiene ich dann mein Geld. Super. Thema Geld wäre vielleicht auch noch ein Thema, was mit Stress zu tun hat bei manchen, die da nicht ganz so auf der Höhe sind, wie sie vielleicht gern sein wollen. Aber du hast es schon jetzt gerade angesprochen, gehen wir da vielleicht hinein. Wie würdest du dich denn so salopp jetzt irgendwo bei einer Grillparty oder vielleicht auch irgendwie in einem lockeren Kreis, wenn du irgendwo zu Besuch bist, vorstellen, wenn jemand fragt, hey Diana, was machst du eigentlich? Woher kommst du? Was tust du? Wer bist du? Grillparty hört sich immer so schön an. Ich mag Grillpartys. Was ich jetzt immer merke, ist, je authentischer jemand ist, desto eher kommt er auch gut an. Es kommt gar nicht darauf an, wie gut das jemand sich verkauft oder wie gut er sich hinstellt. Ich probiere oder ich mache das eigentlich immer so, dass ich, wenn ich in eine Menge reinkomme, wo ich neu bin, dass ich mich einfach am Anfang schon wohlfühle. Dieses Wohlfühlen ist bei mir so automatisch, weil ich das mit der immer wieder trainiert habe, dass egal, wo ich reinkomme, etwas Neues, was Wohltuendes ist. Also ich komme dann ab und zu auch ein bisschen frech rüber, was aber auch sehr sympathisch sein kann. Und ich probiere dann in erster Phase nicht meine Person reinzubringen, was ja sehr aufdringlich ist, sondern ich probiere mich da so ein bisschen reinzufühlen, reinzureden und finde dann immer wirklich gute Gesprächspartner, wo eventuell gleich oder ganz anders denken. Und ich denke, das ist das Beste, wenn man einfach authentisch sich selber wahrnimmt und auch andere Leute bereit ist, wahrzunehmen. Okay, jetzt hast du gesagt, wie du das machst und was deine positiven Stärken sind. Oder, ja, aber jetzt erzähl doch noch ein bisschen was über dich selbst. So, woher kommst du? Wo lebst du? Was tust du? Du hast erwähnt, du hast eine Praxis, du hast mit Stress zu tun, betrieblichen Gesundheitsmanagement auch drin sind. Aber wer bist du denn oder woher kommst du? Ich bin in St. Gallen aufgewachsen. Ich kam aus dem Kaufmännischen, habe eine kaufmännische Lehre gemacht, habe dann in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Ich habe halt gemerkt, nach 2-3 Jahren langweilt mich ein Thema oder langweilt mich eine Abteilung, wo ich merkte, nee, ich muss wieder was Neues haben. In der jungen Phase war das natürlich sehr gut. Ich habe wirklich verschiedene Sachen lernen können. Leute haben mir auch viele Chancen gegeben. Ich habe auch sehr schöne Positionen gehabt, wo ich viel Verantwortung gehabt habe. Leitende Funktion? Ja, auch, was mir auch sehr gut gefallen hat, das war gar nicht, dass das Lasten sind, sondern mehr ich in eine kreative Position gekommen bin. Diese Vielseitigkeit habe ich damals nicht verstanden. Wieso musste ich so viel wechseln? Wieso konnte ich nicht wie jeder andere 10 Jahre, 20 Jahre bei einem Unternehmen bleiben? Jetzt nachhinein, wenn ich jetzt so, das, was ich jetzt mache, bringt mir diese Vielseitigkeit extrem verschiedene Blickwinkel, wo ich erkennen kann, okay, das ist jetzt bei dieser Abteilung so oder das ist jetzt bei dieser Person so. Mhm. Mhm. Genau. Das heißt, du hast eine Lehre gemacht im kaufmännischen Bereich. Genau. Und was war denn dein erster Einstieg oder wo hast du diese Lehre gemacht, bei welcher Branche? Das war ganz interessant, das war jetzt ein bisschen schon länger her. Das habe ich in St. Gallen, war das erste Unternehmen, also erste Geschäft, das Computer verkaufte,
und Computer reparierte. Okay. Und das war wirklich so ganz interessant, diese Computersache von Anfang an. Also diese Thematik war für mich nichts Neues, als dann wirklich so alles auf das Internet kam. Okay, so lange ist jetzt nicht her, das hört sich so an, als wäre ich so uralt. Aber das, wo man ein bisschen angefangen hat zu chatten oder halt das Internet auch zu benutzen, war ich so schon drin. Ich habe da auch gelernt programmieren. Ich habe da auch, war ich viel alleine im Laden. Wir hatten wirklich einen Laden und die Leute sind reingekommen. Ich hatte auch die Möglichkeit, Leute zu beraten. Also wirklich ganz direkt. Dieser direkte Kontakt hatte ich eigentlich immer schon zu Personen. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das gefallen hat, Leute aufzuklären, ob das jetzt ein Produkt oder was auch immer ist, dass mir das wirklich großen Spaß gemacht hat. Also war da auch mein Wissen, ich wollte halt immer wirklich mehr wissen als die anderen und meine Neugier, die hat mich eigentlich angetrieben. Okay. Warst du, wenn so gewisse Schlüsselwörter kommen, dann poppen die bei mir so auf. Ja. Du hast gesagt, ich war neugieriger als andere vielleicht. Warst du anstrengend in der Lehre? Ich denke, weil ich da viel Freiheit hatte, nicht. Okay. Aber ich habe das mehr gemerkt bei anderen Unternehmen, wo ich halt, wenn jetzt ein neues Programm reingekommen ist, ich die war, die natürlich schon überall recherchiert und überall nachgeguckt hat, wo kann man noch was verändern, was teilweise gut geheißen wurde, aber teilweise halt Neugier nicht immer wirklich gut ankommt. Okay, das heißt, du hast nach der Lehre, nach deinem Abschluss, hast du dann da weitergearbeitet oder wo bist du denn, in welche Richtung? Nein, dann bin ich dann nach Zürich gegangen. Ich bin dann mit 18 ausgezogen, bin nach Zürich, habe da alleine gelebt, habe da in einer Mediaagentur gearbeitet. Das war auch ganz interessant, weil die haben die ganze Plätze für verschiedene Unternehmen und Firmen eingekauft und da waren Fernseh, Radio, Plakat extrem wichtig, also vor allem jetzt so die Plakatwerbung, also Fernsehwerbung, ich ja heute erinnere, aber die ganze Plakat- und auch die Radiowerbung war da sehr groß. Und ich durfte da in verschiedenen Projekten mitarbeiten und das war für mich super, weil es ein junges Team war, weil junge Leute ihre Idee reingebracht haben und das eigentlich nie gestockt wurde. Also man konnte diese Kreativität, wo ich auch sehr liebe, wirklich auch leben. Okay, also das gestalterische Designthemen und so weiter, das spürt man ja schon, wenn man hier in deine Praxis reinkommt. Du hast es wirklich ganz toll eingerichtet. Das können jetzt vielleicht nicht alle hier sehen oder die den Podcast hören, die können es gar nicht sehen. Also mir gefällt's. Ich finde es wirklich toll abgestimmt. Es ist eine tolle Atmosphäre, eine ruhige Atmosphäre. Es hat viel Licht hier drin. Es wird mit Schwarz, mit Gold, mit Braun gearbeitet. Das sind ja auch Farben, die was bedeuten, die eine gewisse Emotion auslösen. Das heißt, du bist zwar irgendwie in der technischen Branche gestartet, hast aber da schon irgendwie das Gespür für, sag ich jetzt mal, Design, Emotion schon festgestellt. Und hast da in der Öffentlichkeit mit Medien zu tun gehabt und wo ging es dann hin? Gab es da irgendwie mal einen Bruch? Also ich meine, Medien, Design, Plakate und dann irgendwie schlussendlich dann eine Praxis zu haben, wo man anderen Menschen hilft, das geht ja nicht einfach so von sich. Nein, ich bin dann nach der Mediaagentur zum Verkauf Innendienst gekommen, wo ich mit Philip Morris zusammengearbeitet habe, war auch sehr interessant. Jetzt vielleicht Philip Morris nicht das beste Thema, aber da durfte ich dann ein bisschen mehr das Technische auch mit dem Kunden anschauen, weil ich habe da in einer Firma gearbeitet, wo wir Drucksachen gemacht haben für Philip Morris und da konnte ich wirklich so wirklich direkt zum Kunden, wo es dann wirklich ein Riesenprojekt gibt, zu arbeiten. Okay. Da habe ich gemerkt, dass da diese Veränderung oder dieses Näherkommen an etwas und dann ein Produkt zu gestalten, also wirklich eine Form anzunehmen, den ganzen Prozess mitzuarbeiten, hat mir extrem gut gefallen. Also so. Und irgendwann habe ich mich aber privat mehr für den Menschen interessiert, für die ganzen Gefühlsebenen. Kann man da sagen, dass bei Philip Morris der Punkt da war, dass man wirklich, warum will man eigentlich die Werbung? Warum will man diesen Slogan, dieses Plakat, diese Farbe, also man geht ins Gefühl rüber, das sagt man ja auch bei jeder Dienstleistung, bei jedem Produkt, verkauf nicht das Produkt, verkauf Emotionen, verkauf Gefühle, dass du da gemerkt hast, das ist viel interessanter als die Außenwelt eigentlich, was man dann suggestiert, sondern was hat das mit dem Mensch zu tun, der das dann schlussendlich konsumiert, kauft oder genießt? War das der Auslöser? Ja, auf jeden Fall, da habe ich auch bemerkt, dass die Emotion oder das Gefühl dahinter, das Prozess, die Arbeit selbst da anzuschauen, war schön, aber der ganze Prozess
und auch die ganze Zusammenarbeit, aber auch die Reibereien, die im Geschäft entstanden sind. Dann hast du halt Termine, wo du einhalten musstest, aber irgendwie passt dann nicht mit dem Kunden. Das war so ein bisschen hin und her, es war ja eigentlich immer so ein Plus-Minus. Mhm. Und das hat mich eigentlich da irgendwie inspiriert zu sagen, okay, ja gut, was macht das aus? Wie kriegt man diese Balance hin? Dann war ich halt privat viel so ein bisschen in der Energieforschung. Ich habe verschiedene Projekte mitgemacht, wo man halt messen konnte, wie fühle ich mich, wie nehme ich mich wahr, auch die mentale Stärkung, wie ist die, wie groß ist die. Ich hatte viele gute Mentoren, nicht sogar sehr gute Mentoren. Natürlich suche ich hier die besten Leute aus, die mich schulen oder mir was beibringen. Und das war so ein bisschen parallel zur Arbeit, wo ich mich aber privat mehr für diese Gefühlsebene, für diese Balance, dieses Ausgeglichene, was ist der Impuls, was die Leute verändert, was macht es aus, zwischen sich ärgern oder einfach das mit Humor oder mit Entspannung wahrzunehmen. Jetzt müssen wir da ein bisschen tiefer rein. Ja. Du hast jetzt gesagt, der Mensch, die Emotionen, die Gefühle, die da reinspringen, und du hast dir da Mentoren gesucht, das ist natürlich für den einen oder anderen, der gar nichts mit dem am Hut hat, ziemlich schwieriger. Was heißt jetzt das? Einen Mentor suchen oder jemand in welchem Bereich? Gibt es da vielleicht ein, zwei Schlagworte oder Begriffe, die bekannt sind oder die du vielleicht unseren Zuhörern ein bisschen näher bringen kannst? Meinst du jetzt verschiedene Techniken? Ja, zum Beispiel, oder Methoden, Techniken. Also ich muss sagen, ich habe meine Technik, wo ich jetzt gemacht habe, so in meinem eigenen Erlangen sozusagen zusammen kreiert oder zusammen, was also wieder auch wieder zu meiner Persönlichkeit für mich spricht, aber es ist einerseits die Hypnose, andererseits auch viele Natursachen, wo auf den Körper reagieren. Mhm. Es gibt auch verschiedene Farbeffekte, wo auf den Körper, wie du das jetzt auch vorhin in meiner Praxis erwähnt hast, wo einen direkten Einfluss auf unsere Gefühlsebene haben. Dann gibt es verschiedene Wörter, wo man benutzt, oder bestimmte Gestiken, bestimmten Denkensmuster, wo in einem Ring funktionieren. Glaubenssätze? Ja, das auch. Okay. Und ich würde jetzt gar nicht das großartig irgendwie in einem bestimmten Bezeichnungen reinpacken, sondern so ein bisschen allgemeinisieren. Ich möchte jetzt eine Bezeichnung. Ich möchte jetzt die Bezeichnung von der Diana. Diana, wenn du ihr nun sagen möchtest, was bist du beruflich? Was bist du? Was tust du? Also ich bin eigentlich ganzheitliche Therapie tätig, am ganzheitlichen. Das heißt, ich untersuche nicht nur das Mentale, sondern auch das Körperliche. Okay. Also es ist so ganzheitlich. Super. Natürlich kennt man das dann auch nicht so ganz drum, denken, da benutze ich auch Wörter wie Coaching, Mental Coaching oder halt mit dem ganzen betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo man psychische Gesundheit und Stressabbau sich da vertieft oder das. Super. Genau. Ja, ist ja nicht ohne. Vor allem, ich denke ja gerade auch in der Geschäftswelt, bei diesem Podcast, da geht ja ums Thema Leadership Management und Sicherheit. Leadership ist den meisten bekannt, Management, das betriebliche Thema für die Unternehmensführung vielleicht, jetzt, was Organisation und Prozesse angeht, aber natürlich auch das Thema Sicherheit. Ne? Mhm. Sicherheit kann man mannigfaltig verstehen, was gibt uns Sicherheit? Wenn man zu dir kommt, dann hat man irgendwo mit Sicherheit irgendein gewisses Thema, das man angehen möchte. Ich sage jetzt nicht Problem, aber ein Thema, was man angehen möchte, damit man vielleicht wieder mehr Sicherheit gewinnt oder auf der sicheren Seite ist. Aber dein Weg jetzt von der technischen Branche, kaufmännisch, dann so rüber in die berufsbegleitende Weiterbildung, in die ganzheitliche Therapieform, vielleicht als Mensch wirklich ins Zentrum zu stellen. Was hat dich erfolgreich gemacht? Ich meine, du bist jetzt selbstständig, seit 2,5 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast Ausbildung gemacht, eine hängt da hinten an der Wand, den National Guild of Hypnotists. Toll, mit dem Adler, ich denke mal irgendwas aus den Vereinigten Staaten wahrscheinlich. Aber da muss man ja Durchhaltewillen haben, oder irgendwas in dem Sinne jetzt vielleicht. Ohne dass es vorne wegnehme. Was macht dich aus, was dich erfolgreich gemacht hat für heute? Das kann ja nicht jeder. Ich bin frech. Okay. Ich denke, trägst du das Herz auf der Zunge? Frech, ja, ich merke meine freche, frische und direkte Art, wo ich das natürlich ganz nett verpacke, dass mir die Leute auch nicht irgendwie übel nehmen. Und einfach dranbleiben. Diese Thematik, wo ich jetzt drin mich bewege, ist im Moment am
erst gerade am neu produzieren. Das heißt, okay, es ist erst als am kommen. Ich merke halt, dass ich viel Aufklärungsarbeit leisten muss, weil viele das Gefühl haben, oh, die redet jetzt über Gefühle, sie möchte jetzt mir irgendwas über Gefühle erzählen. Und weil ich mich ja mehr im Geschäftsleben bewege, habe ich halt viel mit Männern zu tun. Und da wird erstmal geblockt. Okay. Aber wenn ich dann anfange und sage, okay, was ist mit deinem Bauchgefühl, was ist mit deinem Instinkt? Wann hast du das wieder mal benutzt? Wann hast du das wieder eingesetzt? Oh, da merkt man, da kommt ein bisschen, da kommen die Leute ins Schwanken. Und ich sehe eigentlich da das Potenzial, dass Leute, je mehr, dass sie mentale Stärken, innere Stärken aufbauen, indem dass sie Techniken erlernen, wie sie sich selber motivieren, wie sie sich aufbauen können, desto eher können sie stressige Situationen oder Projekte, wo sie irgendwie verfolgen und mitgehen, eher überwältigen und halt auch in einem kreativen Prozess drin bleiben und nicht in einem Stress und in einem negativen Verfangen oder ja. Das heißt, deine Frechheit, deine lockere Art, das Dinge anzusprechen, ohne dass man das dir übel nimmt. Wir haben vor diesem Podcast, das wissen jetzt vielleicht die Hörer nicht oder die Zuschauer, haben wir da noch den Hofnarren erwähnt. Ja, den Gaukler, genau, der ja Dinge ansprechen kann, ohne dass ihm gleich mit dem Tode gedroht wird. Also der Spaß, der Humor und trotzdem die Ernsthaftigkeit drüber zu bringen. Also ein Faktor, denke ich mal, sicher auch für die Geschäftswelt, nicht immer alles tot ernst zu nehmen, aber Dinge transparent und ehrlich anzusprechen. Das ist ja auch etwas, das ich immer groß verfechte, ehrlich zu sein, weil wenn man es nicht ist, kostet es Energie. Irgendwo kostet das immer Ressourcen, ob jetzt das die finanzielle Geschichte ist, wenn man Dinge zu spät reinbringt, weil man dann vielleicht im Projekt gewisse Schwierigkeiten hat. Ob das im Zwischenmenschlichen ist, wenn man da irgendwie einander etwas verschweigt oder nicht die Wahrheit sagt oder etwas mit sich herumträgt. Du hast Geschäftsleute erwähnt. Mhm. Kommen Männer zu dir hauptsächlich oder sind es Frauen? Oder wie ist das Verhältnis da? Also ich habe da, es ist mehr Männer. Also ich bin so 80% sind es Männer und 20 Frauen. Wieso kommen Männer zu einer Frau? ich weiß nicht. Vielleicht weiß ich es doch. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit meiner Person zu tun hat, dass ich eine Frau bin, oder eher die Sicherheit, okay, hier ist jemand, der mich aufklären kann, der weiß, so was ich spreche und der mir helfen kann, die nächsten Schritte zu machen. Ich merke halt auch, dass ich Leute sehr schnell mir nahe oder vertraut. Vertrauen mir schnell, und das ist genau da, diese Basis, auf der können wir aufbauen. Sobald es diese, wie du da gesagt hast, Ehrlichkeit hat auch mit Vertrauen zu tun. Wenn sie Vertrauen haben, dann sind sie ehrlich. Und dann, wenn da irgendwelche großen Geschichten, großen Emotionen aus der Vergangenheit hochkommen und sie spüren ein Vertrauen, und sie wissen, das ist auch wieder spüren und wissen, ist halt unterschiedlich, sie wissen, sie kann mir helfen, dann entsteht da Möglichkeit zur Veränderung. Okay. Ja. Kommen denn die Leute zu dir, wenn es schon zu spät ist? Teils, teils. Also zu spät ist es ja nie, außer man springt irgendwo runter, dann ist es echt zu spät. Ja, die Leute kommen, wenn sie auch merken, ich hätte auch früher kommen sollen, aber ich bin erst jetzt. Es ist meistens die Schmerzgrenze, wenn die hoch ist, dann ist man bereit, jetzt ändere ich was. Und solange das noch tief ist, macht man da nicht viel. Aber wenn sie dann richtig hoch ist, dann ist man bereit, sagen, jetzt muss ich erst was dessen, was für mich gar keine Problematik hinstellt, ob das Problem klein oder größer ist. Wichtig ist, wie sehr ist die Person bereit, es zu ändern, anzunehmen. Oder diese Technik, wo ich verschiedene habe, wie ernst nimmt er das? Es gibt auch immer, ich gebe den Leuten auch immer Hausaufgaben mit. Das ist auch immer schön. Ich gebe die Hausaufgaben mit. Bist du denn jemand, der das... Sag ich, wie muss man sich das vorstellen? Arbeitest du da stundenweise oder sagst du, wir lösen das Problem und haben da eine gewisse Zeit dafür, bis das Problem gelöst ist? Egal, ob das jetzt 10 Stunden, 15, 20 Stunden sind, ich möchte auch das Problem gelöst haben, oder kommen die Leute zu dir und sagen, ey, ich muss da 3-4 Sessions oder Sitzungen mit dir haben? Ich habe mein Programm so wirklich sehr minimiert, weil wir wenig Zeit haben, ist es bei mir meistens so, dass man zwischen 7 und 8 Sitzungen hat. Diese Sitzungen werden innerhalb von 1,5 bis 2 Wochen eingehalten, bis diese, also nach 1,5 Wochen machen wir den nächsten Termin. Diese Pause von 1,5 Wochen, 2 sind wichtig, um einfach dem Kopf auch die Möglichkeit geben, das abzuspeichern, auch wieder in die Ruhephase zu kommen, dass man dann, wenn man wieder bei mir ist, wieder schön aufgewühlt wird und wieder
Chaos entsteht, dass man dann nach dem Chaos wieder sortieren kann. Ich schaue sehr intensiv, das heißt, wir gehen in die Tiefe, wir schauen, wo ist der Ursprung von dem Ganzen, und dadurch ist auch die Möglichkeit da, dass man das auch schneller rausnehmen kann, weil man hat wenig Zeit und man will sich nicht mit diesem Negativen beschäftigen, sondern man möchte das Positive. Und das ist auch, das ist so die erste Phase, wo wir machen, das Negative anschauen, was sehr anstrengend ist, körperlich, aber auch psychisch. Auch in dieser Phase sind die Leute sehr anders, also sie sind sehr distanziert zu anderen Personen. Sind sie, wenn wir bei dem Thema vom Podcast sind, sind sie unsicher? Ja, weil es ist ein Gebiet, wo sie sich nicht auskennen, wo sie... Warum ist das so? Also, warum, du hast es vorher sehr gut gesagt, das Thema Schmerzpunkt erreichen. Mhm. Warum geht der Mensch immer so lange hin bis zum Schmerzpunkt? Deine Praxis heißt ja Pain Relief Praxis. Und das Thema heißt ja so, der Schmerzpunkt. Ich habe es bei mir so manchmal in den Situationen jetzt nicht, was deine Arbeit angeht, aber zum Beispiel das Thema Sicherheit oder Führung und so weiter. Das sind ja die Dinge, die man nicht gerne anspricht. Ne? Und dann geht man es nicht an, bis es nicht wirklich notwendig ist. Also der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Mhm. Ne? Das Kind fällt in den Brunnen und so weiter. Man kennt all die ganzen Sprichwörter von früher noch. Warum ist das so? Warum kommen gerade auch Geschäftsleute zu dir, wenn es eigentlich schon gar nicht mehr geht? Warum sind die Menschen nicht bereit, Dinge vorher anzugehen? Hast du da eine Vermutung oder sogar eine Erfahrung? Also ich merke es halt, dass das eigentlich schon in der Kindheit anfängt. Es zeigt uns niemand, wie man mit dem umgeht. Mhm. Niemand erklärt uns, was macht man, wenn man demotiviert ist. Oder wie geht man mit sich selber um in schwierige Situationen. Mhm. Das heißt, diese Schmerzgrenze, die wir erreichen, erst wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir sind ohnmächtig, dann kommt der Wandel. Ich kann es mir vorstellen, dass es wirklich aus, dass uns niemand eine Technik beigebracht hat. Man hat uns beigebracht, wie man lesen, schreiben und was auch immer macht, aber das nicht. Und darum ist es auch im Unternehmen. Die Unternehmen merken erst jetzt, und darum bin ich auch so erfolgreich, dass sie sehen, wir müssen da was machen. Wir haben keine Technik, wo diesen Stressfaktor, wo die Leute mehr Sicherheit in sich selber spüren, wo sie sich sicher fühlen. Klar kann man das ganze Geschäft so einbauen oder richten, dass man sich sicher fühlt, also sicher ist, aber man fühlt sich nicht sicher. Und das ist der Unterschied. Wie bringe ich das meinen Mitarbeitern, dass sie sich sicher fühlen, wenn sie ins Geschäft kommen, in die Firma kommen, dass sie sich am Morgen sicher fühlen. Ich fühle mich gut aufgehoben, ich fühle mich sicher, ich kann kreativ sein, ich kann ehrlich sein, ich kann offen sein. Und da muss eine Technik hin. Das habe ich auch bei mir selber privat gemerkt, dass ich durch diese viele Thematik, dass ich gearbeitet habe, aber auch nebenbei mich für diese Thematik interessiert habe, dass mir da eine Technik gefehlt hat, wo ich meine eigenen Gefühle wahrnehmen, wo ich Stress abbauen kann, weil mein Level hat für mich, für meine Wahrnehmung war es das okay. Ich habe gearbeitet 100%, habe das noch nebenbei gemacht. Das war wirklich gut. Aber die verschiedenen Minus-Sachen, wo dann reingekommen sind, dass dein Geschäft nicht funktioniert oder irgendwas privat nicht funktioniert, mit dem, das hat mir niemand beigebracht. Wie gehe ich mit dem um? Wie schaffe ich da wieder die Balance? Und ich denke, das ist jetzt wichtig, dass die Firmen sich bewusst werden, wir müssen eine Plattform bieten, wir müssen mal unseren Mitarbeitern etwas bieten, wo sie Techniken erlernen, einfache Techniken, um mit dem Stress besser klarzukommen. Mir kommt das salopp. Wir gehen ja später dann noch in das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement rein. Mir kommt da gerade so ein Schlagwort rein, oder ich nutze den Satz immer: Sicherheit im Unternehmen hat mit Vertrauen zu tun und Vertrauen im Unternehmen mit Sicherheit. Das habe ich jetzt zum Beispiel als so einen Merksatz in meinem Buch Chefsache präsentielle Führung drin, und ich merke, dass Dinge, die du jetzt hier gerade ansprichst, dass die auch in meinem Buch drinstehen, einfach auf andere Punkte. Und wenn man diese ganzheitliche Geschichte sieht und dann merkt, dass es in gewissen Unternehmen einfach nicht funktioniert, dann kommt der Moment, wo man sagt, man löst sich vom Unternehmen oder man bleibt und zahlt dann aber auch dafür. Mhm. Und zwar nicht nur die Zeit, die man einsetzt oder da verbringt, sondern man zahlt mit seiner eigenen Person, mit seiner eigenen Gesundheit, ob das jetzt physisch oder psychisch ist. Mhm. Super. Da kommen wir noch drauf zurück. Ich möchte mit dir noch schnell den Punkt anschauen. Du hast es vorher schon gut eingeleitet. Was müssen Führungskräfte oder Manager denn heute noch
vermehrt beachten, wenn es um das Thema Stressmanagement, Stressbewältigung oder vielleicht auch, kann man Stressmanagement sagen überhaupt? Ja, okay. Es gibt ganz tolle verschiedene Möglichkeiten, Ausdrücke, die, ja. Was können Manager heute noch, gibt es da ein, zwei Lifehacks oder Tipps, die du gleich mal so den Zuhörern geben könntest und sagst, wenn du eine Führungskraft bist, nimm Führungsleute, nicht nur Manager, nimm Führungsleute. Was könntest du denen sagen, ihr müsst vermehrt, jetzt nicht auf das ganze Unternehmen, sondern als Person, für sie selbst. Wo könnten sie da noch was rausholen? Ich denke, das Bewusstsein, bewusst werden, da stimmt was nicht im Unternehmen. Wir müssen was verändern. Und dann wirklich extern Hilfe holen. Weil alleine diese Thematik, diese schwere Thematik, wo in die Gefühlsebene geht, wo eventuell auch private Sachen reinkommen, das kann ein Unternehmen oder ein Geschäftsführer, das kann er nicht alleine überwältigen. Man muss sich extern wirklich Hilfe holen. Und das merkt man auch in Einzelpersonen. Wenn man sich wirklich bewusst wird, okay, da stimmt was nicht, dann muss man sich extern Hilfe holen. Dann sucht man sich eine Praxis oder einen Coach, wo man wirklich diese Thematik angeht. Bist du eher für Großkonzerne oder mittlere Unternehmen tätig? Weil Großkonzerne, da kenne ich es, die haben dann meistens eben so ein Case-Management oder vielleicht so eine externe Beratung, Schlichtungsstelle und so weiter und so fort. Mittelständler wahrscheinlich kaum, ne? Ich habe jetzt verschiedene Unternehmen. Ich habe sehr große, ich habe auch sehr kleine. Ich mache ja auch nur Einzelcoaching. Ich denke, bei mir ist es wirklich, dass ich die Zeit habe und die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt in so einer Firma reinkomme, dass ich da wirklich mich umschaue, welche Thematik sind in der Tiefe. Das heißt, ich habe nicht so mein Standardprogramm, also ich haue das raus, ich verkaufe das und ich mache meine Vorträge so und so und so, sondern wirklich ich schaue das Unternehmen an, ich schaue, welche Punkte sind es, welche Sachen stimmen nicht überein, wo der Chef denkt, ja, mein Team ist so und so, das stimmt, ja, das passt. Aber wenn man dann tiefer reingeht, dann ist genau diese Sicherheit. Man fühlt sich nicht sicher, man fühlt sich nicht wertgeschätzt, man kann sich nicht ausbauen. Da kommen extrem die ganzen Thematiken. Und ich denke, da habe ich meine Stärken, dass ich individuell auf jeden das anpasse. Ich habe kein Standardprogramm, darum merke ich auch, wenn ich mit den Geschäftsleuten zusammenhocken und ein Projekt, wo wir jetzt angehen, bespreche, dann merke ich da schon, da habe ich so eine tolle Gabe. Ich spüre dann mit den Menschen so, welche Sachen sind es. Ja. So mein Instinkt wird dann so geweckt und sucht. Die Neugier kommt dann wieder, ne? Sucht in der Tiefe. Ja. Jetzt muss ich da aber rein, das ist ganz, ich habe dir vorhin so. Im Podcast hört man das ja nicht, da sieht man das nicht, aber im Video natürlich schon, was wir später ja auch noch auf YouTube stellen. Ich habe jetzt zwar keine Haare mehr auf dem Kopf, aber du hast noch ein paar. Du hast ein Wort erwähnt und da hat es mir gleich die Haare hochgestellt. Das wollte ich vorher schon erwähnen, habe dann aber zugeworfen, das ist von dir selber nochmal gekommen. Wertschätzung. Ja. Was gibt Unternehmen den Mitarbeitern, den Führungskräften mehr Sicherheit im Unternehmen? Das ist wert, egal, diejenigen, die jetzt zuhören, wenn ihr auch mit dem nichts anfangen könnt oder wenn ihr immer das Gefühl habt, das liest man überall, das hört man immer, aber gelebt wird es einfach nicht. Man hat viel auf dem Papier stehen, man hat irgendwelche Leitsätze, Visionen und Wertevorstellungen und im täglichen Business geht es dann noch anders zu und her. Und das Thema Wert ist schon eine große Geschichte, vor allem in dieser Zeit des Umbruchs, ich sage jetzt nicht der Disruption, aber alles bewegt sich immer schneller, immer dynamischer und ich will jetzt nicht sagen, dass jede Generation sagt, dass die nächste, folgende Generation Werteverschleiß und Verlust hat, aber die Gesellschaft als solches, als Ganzes hat dann Werteproblem. Siehst du das auch in den Unternehmen, dass der Wert, die Wertschätzung, jetzt nicht nur bei den Mitarbeitern, zum Beispiel bei den Führungskräften gegenüber den Mitarbeitern, sich selbst wertschätzen, dass das ein großes Thema ist? Das Wort Wertschätzung, da müssen wir ein bisschen zurückgreifen. Früher war Wertschätzung so, ja, ich habe so viel Geld und ich kriege jetzt Lohnerhöhung und jetzt passt das, jetzt habe ich noch mehr Geld. Dieses Konzept funktioniert nicht mehr. Man kann die Leute nicht mit materiellen Sachen locken. Das ganze Business verändert sich. Die Geschäfte, die Firmen, Unternehmen möchten Mitarbeiter, die mitdenken, kreativ sind, die mehr machen, als man verlangt. Und sich so entwickeln. Und das ist genau der Prozess, die,
die Unternehmen geben aber keine Möglichkeit, keine Basis, keine Plattform, wo man genau das erschaffen kann. Und darum ist diese Wertschätzung, wenn man das von heute redet, möchte ich mich wertgeschätzt fühlen, wenn ich weiß, okay, ich werde hier mit meinen Ideen wahrgenommen. Ich kann hier auch mal schwach sein, es passt, mein Team stärkt mich. Ich kann auch negative Sachen reinbringen, wo man zusammen etwas Positives macht. Das heißt, diese Entwicklung, das ist eine Art Wertschätzung, wo man merkt, man entwickelt den Mensch weiter, der Mensch darf sich entwickeln, auch mit negativen, positiven, all das darf funktionieren. Und das, da geht es dann um die einzelne Person. Mhm. Es gibt viele große Unternehmen, Google, wo das erkannt hat, dass sich Leute halt wohlfühlen, wenn da noch ein Chitterlichaste ist oder da noch ein bisschen Austausch, privater Austausch wird. Wir haben ja auch vorhin gesprochen, bevor dass wir mit diesem tollen Podcast angefangen haben, über Gefühle, über Liebe, über Beziehungen. Und ja, das spielt irgendwo auch eine Rolle im Unternehmen. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich sicher, man darf austauschen. Klar hat es auch immer ein Ziel, wo das Unternehmen hat. Aber dieser Freiraum von dem menschlichen Sein, das muss mehr gefördert werden, das muss mehr Möglichkeit. Die Leute sind nicht faul, wenn sie jetzt eine halbe Stunde Chitterlichaste spielen, sondern die sind dann inspiriert. Die haben ihren Körper befreit. Eine Gedenkpause. Ja. Genau, und wenn das der Chef unterstützt und gut heißt, fühle ich mich gut, weil mir tut das gut. Und dann gehe ich an den Arbeitsplatz und habe eine Stunde, wo ich richtig produktiv bin und nicht zwei Stunden, wo ich dahin eiere, weiß nicht, soll ich das, soll ich das nicht machen. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen differenzieren, was für eine Art Tätigkeit im Unternehmen das man natürlich hat. Ne? Mhm. Es kann ja nicht jeder, zum Beispiel jetzt gerade die Industrie, die ja früher maßgebend war, wenn du da vom Fließband weggehst und jetzt mal kurz einen Tischfußball spielst oder sonst irgendein Thema angehst, wenn man jetzt aber in einem reinen Bürokomplexen Dienstleistungs Tätigkeit vielleicht da ist und man hat ein Großraumbüro oder ein Einzelbüro, kann man das ja schon machen. Das Thema wirklich die Wertschätzung anzuschauen und wer zu sein, du hast das erwähnt, man muss da mehr Raum geben, man sollte die Möglichkeit geben, ob jetzt als Geschäftsführer, Unternehmer oder Vorstand, das wirklich im Unternehmen so umzusetzen. Ich habe festgestellt, und das ist so ein bisschen meine Überzeugung, die ich immer wieder in Vorträge reinbringe, dass man will zwar auch die junge Generation rein. Und man weiß, man muss etwas machen. Man will der General Y, Z, wie sie auch immer genannt wird, je nachdem wie alt das man ist natürlich, dass man da sagt, hey, wir wollen dynamisch sein, wir wollen modern sein, wir wollen agil sein, wir wollen den Jungen was bieten. Dann macht man das, man holt jemanden rein, der gibt da Tipps und Tricks und all die Dinge. Aber die Kultur geht nicht mit. Die Struktur geht nicht mit. Ich würde mal sagen, so nach dem menschlich bezogen, ich kann mich von außen her schminken, ich kann mich schön kleiden, ich kann mich gut, sage ich jetzt mal, äußerlich darstellen, aber im Kern stimmt es nicht. Und wenn die Außenwelt und die Innenwelt nicht stimmig ist, dann macht man zwar etwas, aber man verliert auch wieder etwas. Ne? Und du hast ja dann den Ansatz, tief reinzugehen. Wann holt man denn dich? Holt dich da der Chef und sagt, hey, Diana, ich habe ein Problem mit meinem COO oder ich habe ein Problem mit meinem Projektmanager. Wir müssen da was angehen. Wie muss man sich genau das vorstellen? Genau so, wie du das jetzt gesagt hast. Genau so. Bis man dann merkt, dass der Chef eigentlich das Problem selbst ist. Das ist ja immer das Sympathische. Das hatte ich ja ein Beispiel, wo ich hier in St. Gallen gearbeitet habe. Das waren so vier Leute in Geschäftsleitung, und da hat mich der Oberst angerufen und sagt, komm, jetzt musst du da vorbei, du musst mit den anderen reden, da stimmt irgendwas nicht, ich merke doch da. Und er war so erst so eineinhalb Jahre dabei, und dann habe ich natürlich bei jedem Einzelcoaching gemacht und bin dann wieder beim Chef gelandet bei ihm und gemerkt, dass er das ganz anders sieht, als das wirklich ist. Das heißt, seine Wahrnehmung war völlig falsch. Der hat die einzelne Person völlig falsch begutachtet und darum auch falsch mit denen kommuniziert. Und das war das nämlich das Hauptproblem, dass er das nicht begriffen habe. Sein Gefühl war ja richtig, da stimmt was nicht. Nur hat das
irgendwie zuerst gegen außen projiziert, und das machen wir ja immer zuerst, weil man sieht ja, ja, der nervt, das nervt mich gar nicht. Und am Schluss merkt man, ja, ich nerv ich mich selber und ich selber. Ja, und so habe ich jetzt mit ihm dann nicht so indirekt gearbeitet und ihm erklärt, welche Person wie tickt. Und da ist diese Dynamik wieder entstanden, weil er gewusst hat, okay, mit dem Zahlenmensch muss ich zahlenmäßig, mit dem Gefühlsmensch muss ich gefühlmäßig, mit dem muss ich so, mit dem muss ich so. Dann haben alle kapiert, was er möchte. Und so hat er einfach aus seinem, wie er das halt immer macht, probiert und gemerkt, er erreicht die Leute gar nicht. Wenn du jetzt so gerufen wirst von jemandem. Der Berg ruft, Diana ruft, das Problem ruft. Natürlich, wie muss man sich das vorstellen? Machst du da wirklich nur Einzelcoachings oder gehst du da auch im Team rein? Machst du eine Art Supervision? Einerseits mache ich Einzelcoaching, da mache ich auch in Gruppensachen. Ja. In der Gruppensachen ist es meistens so, dass diese Dynamik auch fließt. Also im Einzelnen kann man wirklich in die Tiefe rein. In den Gruppensachen ist es meistens, dass man so Thematiken anspricht, aber es darf nicht jedem persönlich ans Herz gehen, weil sonst funktioniert sie nicht. Aber man merkt halt, sobald man ein Problem in der Gruppe lösen kann, mit einer Technik, entsteht da so eine Dynamik und die Leute sagen, okay, komm, wir pushen uns gegenseitig hoch und nicht, oh nee, der ist wieder mies gelaunt, oh nein, die ist wieder so, sondern man kann dann die Leute richtig analysieren und die auch abholen, wo sie stecken. Und andererseits mache ich Vorträge, wo ich genau diese Technik aufzeige, wo die Leute halt selber zu Hause üben sollten, mussten, was auch immer. Ja, das sind zum Stress reduzieren. Genau. Kann man denn, das ist eine vorsichtige Formulierung, kann man Stress loslassen? Unbedingt, wenn man weiß, dass Stress eigentlich mit einem Gefühl zu tun hat und jedes Gefühl ein Gegengefühl hat. Also jedes negative Gefühl hat ein positives. Stopp. Bevor du weiterfährst, ich muss da rein. Und zwar grätsche ich jetzt gerade voll rein und sage, lasse ich den Stress los, lasse ich das Gefühl los oder sollte ich eher mein Ego nicht zu ernst nehmen? Das sind so ganz drei unterschiedliche. Okay. Stress gibt innere Stress und Außenstress. Außenstress kann man eventuell nicht reduzieren, aber den inneren Stress kann man reduzieren. Klar kommt der Ego dann rein so, und möchte es eigentlich gar nicht zulassen. Er möchte ja keine Schwäche zeigen, er möchte ja nur das Gute, das Positive. Und je mehr dass man das Positive will, desto mehr kriegt man das Negative, weil man sich aufs Falsche fokussiert, weil die Balance nicht entsteht. Also muss man wirklich sagen, okay, setze ich jetzt mein Ego hier rein oder gehe ich in eine Entwicklungsphase, dass ich sage, okay, ich lerne hier wie ein Lehrling oder wie ein Schüler. Und dann ist man halt nicht, das Ego ist dann nicht so groß. Okay, das heißt, ich muss lernen, wenn ich Stress habe, der von innen kommt, den ich mir selbst mache, zuerst bewusst sein, dass ich selbst das Problem bin. Schreckliches Wort, aber ich bin ein Teil des Problems, weil meine Ansichten und vielleicht mein Ego zu groß sind und da nicht einen Schritt zurückgeht und sagt, hey, jetzt schau das Ganze mal mit offenen Augen an, neutral an, ein bisschen Schritt zurückgehen und so weiter. Werden wir da in unserer Gesellschaft nicht auch so getrimmt, dass wir das gar nicht lernen? Genau, das habe ich auch kurz angesprochen, dass wir da gar nicht lernen, sagen, okay, ich kann erst lernen, wenn ich das Negative habe. Also positiv lerne ich nicht. Wenn alles schön ist, dann bin ich gar nicht bereit, so etwas zu verändern. Wenn alles toll ist, dann mache ich auch nicht. Es ist das Negative, das Entwicklung gibt. Und dann gibt es Leute, die zum Negativen, zur Entwicklung etwas Schlechtes sehen, etwas nicht Gutes sehen oder eben diesen Perfektionismus sehen. Und das funktioniert nicht. In meinen Vorträgen gebe ich so, zeige ich eine Technik, wo zum Beispiel du dir vorstellst, sie hat 1 und 10. 1 schlecht, 10 super. Wo du im ersten Moment sagst, okay, wie fühle ich mich jetzt? Wo bin ich zwischen 1 und 10? Und wenn ich dann merke, okay, ich bin jetzt bei einer 3. Gut, dann bin ich bei einer 3. Wie sehr nützt mir diese 3, dieses Problem zu lösen? Und wie fühle ich mich? Also ich fühle mich jetzt miserabel. Das wäre das Minusgefühl. Und was wäre das Plusgefühl? Das Plusgefühl, ich fühle mich frei. Gut, der Gedanke von frei lässt mich auf einmal auf eine 6 gehen.
Also die negativen Gedanken loszulassen, das, was mich von außen oder von innen vielleicht jetzt stört, an meinem eigenen Ego, genau. Dass ich dann sage, okay, lass mal los, nimm es nicht so ernst. Mhm. Und dann kommt man automatisch in eine andere Schwingungsebene. Du musst noch was nehmen. Wenn du was loslässt, musst du ja was Neues nehmen, sonst okay. Kommt das Alte wieder. Du musst okay. Den Platz besetzen. Okay, mit guten Gefühlen. Was gibt okay. Dir für ein gutes Gefühl, wenn du dir das überlegst, mhm. In deinem Leben, wo du wirklich dich sehr gut gefühlt hast, das kann ein Erlebnis vor 20 Jahren sein. Die negativen Programmierungen natürlich auch. Ja. Oder Gedanken und Glaubenssätze, die wir erhalten haben. Mhm. Du hast 80% Männer bei dir, ja. Hast du gesagt, 20% Frauen. Machen die Männer da was falsch, ja, was den Stress angeht? Männer haben keine Gefühle. Kommen Frauen einfach nicht? Oder ist es allgemein so, dass man sagt, gibt es da einen Unterschied? Grundmuster, Stressbewältigung zwischen Mann und Frau? Nehmen wir nicht, Entschuldigung, vielleicht noch ganz Ergänzung für den Podcast-Hörer, nehmen wir jetzt nicht gerade hier nur die Geschäftsfrauen, die es bis an die Spitze geschafft haben, sondern nehmen wir das mal allgemein jetzt mal ein gutes Mittelmaß, ein Schnitt zwischen Mann und Frau. Gibt es da einen Unterschied? Also ich denke, das gibt einen Unterschied, weil ich mich mit der Gefühlsebene auseinandersetze. Mhm. Die Frauen hatten mehr Zeit, weil sie ganz, ganz früh zu Hause waren und zu Hause viel mit der Gefühlsebene spielen konnten. Das heißt, Kinder, Haushalt, was auch immer, das ist ja was Privates, was zu Hause. Die Männer waren ja viel draußen und die haben sich mit dieser Gefühlsthematik nicht auseinandergesetzt. Eben, ich kann auch Instinkt sagen, die Frauen haben Instinkt, weil sie ihre Kinder gespürt haben, gemerkt haben, diesen Instinkt haben sie trainiert. Mhm. Im Geschäftsleben, wo ja viel jetzt mit Zahlen, mit Fakten, ist dieser Instinkt gar nicht mehr nötig. Aber Unternehmen, wenn sie ehrlich sind, gehen sie eigentlich auf Entscheidungen los mit Instinkt und nicht mit Zahlen und Fakten, weil sie ein Gefühl haben, hey, das funktioniert. Und da differenziert sich, da merke ich halt bei den Männern, die haben diese Gefühlsebene, wo ja, voll weiblich, geht gar nicht. Die sind jetzt bereit, das zu öffnen, weil das ganze Business verändert sich. Es wird sehr weiblich, es wird sehr offen, kreativ. Es verändert sich, viele Frauen kommen ins Business und es gibt eine Dynamik und Männer haben da wie so, nehmen das noch nicht ganz wahr. Also, wenn du jetzt ein weiblicher Mann bist, hast du da Vorteile? Ich mag das ehrlich gesagt. Ich habe da zwischendurch so ein bisschen nicht Schwierigkeiten, aber ich kommt immer so ein komisches, kurzes Reflexverhalten, ja. Wenn man sagt, es kommt mehr Weiblichkeit ins Business rein, weil ich sagen muss für mich, ich mag das nicht zu sagen weiblich, männlich, obwohl ich nutze es auch immer wieder bei Interviews oder sonst irgendwelchen Situationen, weil es einfach zwei Pole sind, die man gut darstellen kann. Genau. Aber ich sage einfach, es kommt was anderes rein, es kommt das Ganzheitliche rein, ne? Die zwei Dinge, die sich ergänzen, obwohl man weiß, wenn sich die zwei Dinge, zwei Pole anziehen und sich dann neutralisieren, dann steht man still. Mhm. Ob das denn der richtige Weg ist für die Weiterentwicklung, weiß ich nicht. Aber der Punkt, wenn du erwähnt hast, natürlich das mit der Intuition oder mit den Gefühlen, mit den Emotionen. Ich nutze das immer bei mir. Ich hatte letztens einen Vortrag, da habe ich auch gesagt, nehmen Sie die Zahlen, Daten, Fakten und ergänzen sie mit Emotionen. Mhm. Ja, weil wir sind alles Menschen. Also reine Zahlen, eine reine Bilanz kann man in Ruhe anschauen, wenn man Entscheidungen treffen muss, ja. Aber wenn man etwas präsentieren muss, wenn man etwas erreichen muss, wenn man unangenehme Themen ansprechen muss, dann gehören einfach zu diesen Zahlen, Daten, Fakten in der Geschäftswelt, ob jetzt in meinem Business-Meeting, im Vorstand, bei den Kunden, gehören Emotionen mit ins Spiel. Aber die positiven, nicht nur die negativen, nicht nur das, sag ich, das cholerische Übertreiben, sondern wirklich gut gemeinte, visualisierte, mit Emotionen ehrliche, transparente Gefühle reinzubringen, Emotionen reinzubringen, das gibt dem Ganzen auch ein Gewicht. Mhm. Es gibt dem Ganzen eine Form. Wir hatten vorgesagt, oder ich habe erwähnt, die Hülle stimmt dann vielleicht mit dem Innenbild nicht überein. Genau. Und so ist es doch auch, wenn wir in einem Unternehmen sind, wo es Schwierigkeiten gibt. Es gibt ein Innenleben, es gibt ein Außenleben. Wie stellt sich das Unternehmen außen dar? Wie funktioniert es im Inneren? Wie stellt sich die Führungskraft außen dar? Wie ist sie im Inneren? Wie stellt sich eine Frau im Außen dar, in der Beziehung zu ihren Kollegen und Kolleginnen? Und wie macht das der Mann? Ja. Also das heißt, du sagst, Männer könnten da von Frauen noch etwas lernen, indem dass sie mehr auf ihr Bauchgefühl hören. Ja, doch, genau so sehe ich das. Also ich denke, wenn man ergänzt sich ja gegenseitig. Frauen können ja auch mit den Emotionen ein bisschen runterfahren, da haben wir auch zu viele Emotionen.
wo aber auch mit dieser Wahrnehmung, wo stehe ich, wo bin ich, auch wieder reduziert werden kann. Mhm. Aber wie du das gesagt hast, wenn diese zwei Polen zusammen, dann kann was Neues entstehen. Es ist ja nicht nur Stillstand, es ist wirklich auch bewusst werden, was wollen wir in Unternehmen, das super Zahlen schreibt, aber die Leute einfach unzufrieden sind. Das habe ich jetzt gerade im März, wo ich bei einem Unternehmen, bei einem großen Unternehmen hier in der Schweiz machen darf, wo das Bild von außen, wenn man diese Marke kennt, denkt so, wow, das ist ja da zu arbeiten. Mhm. Wenn ich aber jetzt da reingehe und danach frage, ist jeder Zweite unzufrieden? Die haben eine Zahl von fast 40%, wo dauergestresst sind im Unternehmen. Und diese Marke, die kennt man weltweit und die ist wirklich überall bekannt, aber eben das Innenleben, die Leute aus dieser Stadt, die möchten gar nicht da arbeiten, weil da die Philosophie, das Innenleben nicht stimmt. Mhm. Und dann eben, dann ist man nicht bereit, nur für das Geld zu arbeiten bei dieser Firma. Schmerzensgeld. Genau. Was wie Schmerzensgeld, wenn man dann wirklich so einen Schaden hat, wer kriegt denn den weg? Also ich denke da, ich sage immer, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und angestellt bist, was du ja auch noch warst, ja, vor ein paar Jahren, genau, ne, dann verkaufst du nicht nur deine Zeit, deine Arbeitszeit für Geld dem Unternehmen, ich sage dem immer auch, du verkaufst deine Lebenszeit diesem Unternehmen und du verkaufst deine Seele. Mhm. Das ist ziemlich hart, wenn man jetzt hier von Seele redet. Ich meine es nicht im religiösen Aspekt, sondern wirklich vom Innersten. Weil wenn du eine Funktion hast, wo du vielleicht sogar mit außen, mit anderen in Kontakt trittst, dann bist du ja immer in dieser Funktion vom Unternehmen angestellt. Das heißt, du darfst dann auf einmal nicht mehr so sein, wie du willst. Du musst anders reden, du musst dich anders äußern. Klar sagt man, du sollst authentisch sein, aber wirklich Tacheles zu reden, transparent und ehrlich zu sein, das kann sich das Unternehmen nicht erlauben, will es nicht in dem Moment für gewisse Führungsfunktion. Und da verkaufst du wirklich für das Geld deine eigene Seele, wenn das nicht kongruent ist. Ne? Also wenn es stimmig ist und du sagst, ich bin voll dabei bei dem Unternehmen, die haben eine tolle Vision, die haben ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung, die gehen mit den Menschen, mit den Mitarbeitern toll um, wir haben keinen großen Stress, wenn ja, kurz hoch, dann wieder runter, aber wir haben das Projekt geschafft oder wir haben den Auftrag reingeholt, dann ja, dann ist es nicht in der Disharmonie. Aber wenn es so ist, dass du einfach nur dein Ding abarbeiten musst und sich die Kultur oder das neue Business, die neue Ausrichtung in eine andere Richtung bewegt, als für dich stimmig ist. Und jetzt in diesem Sinne für alle Führungskräfte und Manager, die den Podcast hier hören, sage ich nur einfach, Stress kann man sich selber machen, aber den Stress lässt man auch zu. Und das hat wieder mit Selbstverantwortung zu tun. Genau. Wirklich selbst hinzugehen und zu sagen, jetzt ist genug. Ich hatte jetzt gerade in Zürich eine Firma, wo ich da gewesen bin, einen Vortrag gemacht habe und nach dem Vortrag, nein, während dem Vortrag, kam es eine Äußerung, ja, von der Geschäftsleitung sollte doch diese Verantwortung gegeben sein, dass man Wertschätzung kriegt. Und ich sage, nein, diese Verantwortung geht nicht in die Geschäftsleitung, sondern an jede Person selber. Wenn ich mich irgendwo nicht wertgeschätzt fühle, dann ist doch meine Entscheidung zu gehen. Dann ist doch nicht meine Entscheidung, diese Wertschätzung am Geschäftsführer oder der Geschäftsleitung abzugeben, sondern sie müssen mir diese Wertschätzung geben. Dann muss ich mich doch als die Einzelnen fragen, bin ich da richtig, bin ich da nicht richtig? Jetzt gerade wie du sagst, eine Seele, ja, das ist ein Teil, wo dann stirbt und die Leute spüren das, nehmen das wahr, obwohl der Gehalt stimmt, der Platz stimmt, es gibt sogar Früchte und gratis Wasser. Aber irgendwas stirbt in einem und da muss man sich selber reflektieren und merken, okay, das kann mir niemand geben, wenn ich mir das nicht gebe und wenn ich das mir nicht bewusst bin, dann muss ich was verändern, um nicht diese Position abzugeben. Also sich selbst zu verändern, sich zu lösen von diesem Teil, weil ich ein Teil vom Problem bin, in dem Moment, wo ich das zulasse, bin ich ein Teil vom Problem. Da muss ich dann vielleicht wirklich die Selbstverantwortung übernehmen, muss gehen, muss ein anderes Unternehmen suchen, mich weiterentwickeln, auch beruflich, wie du gesagt hast, du hast früher viele so Hops gemacht, Jobhopping, und genießt das heute und sagst, von dem kann ich profitieren, als wenn du 10 Jahre im Unternehmen gewesen wärst. Ne? Und
wenn man das jetzt so anschauen und jetzt noch ein bisschen mehr ins Thema Sicherheit reingehen, für die, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, was könnten denn zum Beispiel Sicherheitsdienstleister, Sicherheitsdienstleistungsunternehmen, gilt natürlich auch für andere, aber jetzt speziell für diese Branche, bezüglich betrieblichem Gesundheitsmanagement noch verbessern? Mhm. Was gäbe es da? Hast du da schon Erfahrung gemacht? Mhm. Oder was könntest du dir da vorstellen? Ja, ich habe jetzt gerade eine, eine Firma, wo ich mit, wo im Sicherheitswesen arbeite. Und da gehe ich wirklich spezifisch auf den Einzelnen ein. Das heißt, wenn ich ein sicheres Auftreten habe, wenn jetzt was passiert, weil es, diese Situation, wenn die jetzt irgendwo extern sind und ein, zum Beispiel ein Fußballmatch, da ist also die eigene Stärke, wo es dann ausmacht, ob es jetzt zu einer Handlung kommt oder nicht. Und wenn man das trainiert, ganz bewusst sagt, okay, ich fühle mich stark, obwohl ich jetzt die letzten paar Wochen mein Körper nicht wirklich stark ist, spüre ich das, nehme ich das wahr und projiziere das auf den anderen, dass ich mich sicher fühle, dass der andere, der mich vielleicht angreift, was auch immer, da keine Möglichkeit hat. Oder wenn er das Gefühl hat, er hat eine, dass diese Hemmschwelle da ist, dass man diese Stärke, wo man dann extrem in den Augenhals merkt, wie jemand wirklich sagt, nee, mit mir machst du das nicht. Da gehe ich, da trainieren wir diesen Teil, trainieren wir da, wo die einzelnen Personen merken. Und ja, die, es gibt überall, aber auch die Sicherheits, die Firma, die hat da nicht viel geleistet die letzten paar Jahre und merkt es jetzt. Und das ist eigentlich ein guter Bruch, wo man sagt, okay, wir investieren jetzt genau in diese Sache, dass die Leute die innere Sicherheit spüren, weil die haben ja alles bereitgelegt, die haben ja jetzt gerade super Helms sich zugelegt, ups, darf ich das sagen, die haben die Ausrüstung, die Ausrüstung stimmt ja alles, und es, ja. Aber was bringt mir das, wenn eine Person vielleicht jetzt gerade ein privates Problem hat und das mit zur Arbeit nimmt, ja. Und dass der Knackpunkt ist, wo er angegriffen oder nicht sich richtig geschützt hat oder die Situation nicht richtig erkannt hat. Und dann nicht richtig reagiert hat, obwohl er geschult worden ist. Wie reagiert man, wie macht man? Und das ist das Mentale, wo wir jetzt da stabilisieren. Ich denke, wenn man das hinkriegt, und das kriegen wir natürlich hin, dass da natürlich mehr Wert für das Unternehmen hat. Ja. Und auch für jeden Einzelnen, der das auch mit nach Hause nimmt. Und also Eigenverantwortung für die Sicherheitsleute selbst, die ja. da tätig sind. Wo steht da die Führungsperson im Fokus? Weil der sollte ja auch wissen, wie es dem Team geht. Der sollte ja auch gewisse Dinge angehen, gewisse Dinge feststellen und sehen im Einsatz oder vor dem Einsatz. Ja. Ist der jetzt wirklich sicher oder nicht? Wie findet das eine Führungsperson raus, ob der jetzt... Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt lange Zeit mit Geschäftsführung gearbeitet. Mhm. Die können eine Situation extrem gut einschätzen. Da war ich wirklich sehr, sehr überrascht, dass die wirklich... Die haben auch das Gefühl, den Instinkt, aber das ist halt nur was, was sie den Leuten erzählen können. Und was ich ja mache, ist, dass die Leute den anderen Teil machen und sagen, okay, der hat mir das gesagt, ich bin da, ich bin klar, ich bin mental bereit. Du kannst als Geschäftsführer dieses Mentale nicht pushen. Du kannst nur die Sachen aufzählen, aber er kann diese Gefühlsebene, wo ich ja dann arbeite, nicht rüberbringen. Und sagen, okay, was passiert, wenn ihr das Mentale nicht habt? Wenn ihr nur die Informationen habt, das genügt nicht. Ihr braucht diese Stärke. Emotionen. Ja, genau. Und da bin ich ja ich der Spezialist. Darum mache ich das und sie machen das. Genau. So soll es ja auch sein. Ne? Wir sollen ja, jeder soll seinen Platz finden in der Geschäftswelt. Jeder soll den Teil machen, wo er wirklich gut ist, wo er es gern macht, wo er weiß, jetzt das ist mein Element, für das lebe ich, für das bin ich authentisch da, da gehe ich voll rein, da gebe ich was mit. Das machst du ja sicher auch gut, denke ich mal, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Und wenn ich jetzt die ganze Situation anschaue, Sicherheitsunternehmen oder andere, haben wir wieder das Thema Sicherheit platziert, auch im sicheren Auftreten, sich selbstbewusstsein, Selbstreflexion in dem Moment. Wie gehst denn du mit dem Thema Sicherheit und Risiko? Geschäftlich bin ich sehr risikobereit. Das heißt, wenn ich jetzt auch Netzwerken gehe, ich gehe auf die Leute zu. Ich riskiere wirklich was. Ich gehe nicht auf die kleinen Unternehmen, ich gehe wirklich auf die großen. Was ich ab und zu denke, so, wow, Jana, wie schaffst du das? Aber es funktioniert. Ich riskiere da ab und zu wirklich viel, aber merke, das, was ich
gelernt habe oder was ich kann, das kann ich wirklich einsetzen. Ich kann das. Und das ich muss da schnell rein. Entschuldigung. Ja. Und zwar hast du jetzt was Tolles gesagt. Das hilft ja jedem, der sich selbstständig macht oder Unternehmer ist. Ja. Wenn er sagt, ich will wieder einen neuen Auftrag oder ich brauche etwas, ich möchte da mehr generieren. Machen. Also ich höre jetzt hier raus, du sagst interessant, neugierig, hingehen, machen und dann überlegen, wie mache ich jetzt das? Wie setze ich das jetzt um? Aber das heißt, du setzt dich mit deiner positiven Neugierde, setzt dich selbst manchmal unter Druck und sagst, jetzt hole ich mir den Fisch, den will ich jetzt. Und dann überlegst du so, wie mache ich jetzt das nun? Ne? Genau. Also du wächst auch immer wieder mit deinen Kunden in dem Sinn. Du bist da risikofreudiger. Klar, kommt darauf an, in welcher Branche, in welchem Thema das man unterwegs ist. Wie holst du dir da die Sicherheit? Für so ein Auftreten, ist das einfach nur Erfahrung oder gibt es da noch was anderes? Ja, ich habe, also so sichere Auftreten habe ich eigentlich eher, weil ich lange getanzt habe. Okay. Also bin ich mir gewöhnt, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Aber ich merke es halt, dass weil ich so ein Neuling bin, also jetzt erst oder schon jetzt 2,5 Jahre selbstständig bin, dass mir da ab und zu diese Tricks oder diese Sachen fehlen, wo die anderen viel weiter sind. Mhm. Ich finde es nicht so schlimm. Ich weiß, ich denke, es fällt auch nicht auf. Ich denke, wenn jetzt jemand meinen Vortrag anschaut und sieht, wenn er jetzt selber auch Redner ist, der merkt den Unterschied, denkt so, ja, da ist so ein junger Anfänger, was auch immer. Aber meine Art wirkt einfach so echt auf die Leute. Die Leute spüren, was ich meine und nehmen das wahr. Und auch wenn es nicht perfekt ist, ist es extrem echt. Genau. Es muss nicht perfekt sein, es soll echt, sondern natürlich sein, authentisch sein. Mhm. Also das heißt, du holst dir deine Sicherheit aus deiner Natürlichkeit. Genau. Weil du einfach weißt, ich habe Ecken und Kanten, ich habe Schwächen, ich habe Dinge, die ich gut kann, nicht kann. Ich bin so, wie ich bin, aber ich möchte mich weiterentwickeln und das gibt dir Sicherheit. Du verstellst dich nicht. Genau. Okay. Klar gibt es so Sachen, wo wir jetzt auch vorhin angesprochen haben, die Kleidung. Mhm. Man weiß jetzt, man geht jetzt zu diesem Unternehmen, man muss sich ein bisschen so anziehen und man sollte jetzt das machen, man hat jetzt eine Banksache oder so. Und dann passt man sich an, aber das ist dann wirklich was Oberflächliches, wo ich sage, okay, das mache ich jetzt, das passt jetzt. Und aber das, was dann rauskommt, das ist es. Und das ist auch interessant, wenn ich so Netzwerken gehe, dann sehe ich die Leute und denke so, diese Blondine und die sieht ja so süß aus und super. Und dann reden die Leute mit mir und das finde ich immer so interessant. Ich probiere die dann so ein bisschen hin und her zu schweifen, dass sie nicht wissen, hat die wirklich was im Kopf oder ist sie einfach nur schön anzusehen. Bis sie dann dieses Vertrauen mir offenbaren und ich dann wirklich sagen konnte, ich mache das und ich sehe, dass bei dir ist so und so und bei dir hast du diese Thematik. Dann kommt so dieses Wow-Effekt. Wow, die kann wirklich was. Ja. Also nicht so direkt nach vorne preschen, sondern so, ich würde mal sagen, so wie die Spinne im Netz die Fliege reinfliegen nein, zu lassen. Das hört sich so negativ an. Aber ja. Das ist nicht negativ, das ist die Natur. Ja? Genau. Das ist das Zusammenspiel. Mhm. Man könnte es ja auch anders sagen, man lässt den Feind in die Falle tappen. Nee, es ist ja wirklich so. Das sind nur so Metaphern, die man natürlich gerne überbringen kann, weil man es in diesem Moment auch kennt. Aber du sagst es richtig. Wenn man natürlich, man kann auch mit ein bisschen Zurückhaltung selbstsicher sein, ein bisschen etwas geben, warten, wie die Reaktion ist, ein bisschen was geben, warten, wie die Reaktion ist. Das ist dieser Austausch, den du auch erwähnt hast. Genau. Super. Jetzt wissen wir, wie du mit dem Thema Risiko umgehst, wie du mit dem Thema Sicherheit, wo du die herholst. Gab es da irgendwas in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, da hatte ich Schiss auf Deutsch gesagt und habe es nicht gemacht und bereue es heute? Ob jetzt zum Beispiel im Beruflichen, wo du sagst, ich hätte es eigentlich gekonnt, ich hätte es gewusst, ich hätte es machen können, aber irgendwie war ich nicht so weit. Bis jetzt ist mir noch nicht passiert, muss ich ehrlich sagen, vielleicht kommt das noch. Ich sehe und merke halt meine Chancen und nehme sie gleich an und gehe dann wirklich voll rein. Du lässt keine Zeit verstreichen? Nein, weil ich merke halt, ich habe das Gefühl, ich habe wie keine Zeit. Dann probiere ich wirklich das Bestmögliche rauszunehmen. Mhm. Privat merke ich halt, dass da ein bisschen die Zeit fehlt und dass ich da bestimmte Sachen, wo ich denke, da hätte ich jetzt besser länger, hätte ich jetzt länger machen sollen. Jetzt auch, ich mag Sport, ich bewege mich gern, da ist so ein Teil, wo ich jetzt merke, da ist einfach zu wenig
Und eventuell in 5 Jahren denke ich so, wieso hast du gar nicht gemacht, weil das Hüftgold ist da. Aber nein, ich hatte jetzt noch nie so ein, ja, vielleicht kommt das noch. Ja, muss ja nicht. Darf aber. An dem kann ich auch wieder wachsen. Genau. Muss ich. Ich denke, das sind ja die wichtigsten Aspekte. Also wenn wir jetzt so ein bisschen Zusammenfassung machen, jetzt kurz Zusammenfassung, bevor wir dann in die Endphase gehen, dieses Podcasts. Du hast in der Technik gestartet, bist über Wege ins Ganzheitliche hineingewachsen, was den Mensch angeht. Was treibt ihn an? Wieso hat er gewisse Dinge? Wieso hat er gewisse Muster? Was treibt ihn an zur Veränderung? Manchmal eben den Schmerz. Den Schmerz, dass man den so lange aushält, bis man nicht mehr anders kann und dann von externer Hilfe braucht. Du hast aber wirklich den großen Teil, den männlichen Bereich der Geschäftswelt bei dir. Hast da natürlich sehr gute Expertise jetzt auch aufbauen können, hast aber auch Frauen, die da einen gewissen Dienstleistung von dir in Anspruch nehmen, Unterstützung in Anspruch nehmen. Und das hat dazu geführt, dass du auch das Ganze anschauen kannst und festgestellt hast, dass die Geschäftswelt als solches, die Unternehmen, was das betriebliche Gesundheitsmanagement angeht, noch viel machen können. Ne? Also vor allem zum Beispiel Wertschätzung, das Innere mit dem Äußeren übereinstimmt. Dass man nicht einfach nur zuwarten kann, dass man vielleicht auch mal nur für den Perspektivenwechsel jemanden von außen holen kann. Soll, nicht nur kann, vielleicht auch soll. Sich da die Chance gibt, das Ego ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, komm, ist ja nicht schlimm, wenn ich mir Hilfe hole, ist ja nicht schlimm, wenn ich mir die Diana hole, damit sie mir sagen kann, habe ich jetzt ein Problem oder hat mein Team ein Problem, mein Führungsteam oder wo auch immer. Und dass man im Gesundheitsmanagement oder im ganzen betrieblichen Gesundheitsmanagement da wirklich noch Potenzial hat, auch in Zukunft. Und das geht von kleinen Unternehmen bis zu Großkonzernen, nicht nur überall, wo ein tolles Logo draufsteht, ist auch ein toller Inhalt drin, was die ganze Betriebskultur angeht und das Miteinander. Hast du dann ja Erfahrungen gemacht, deine eigenen, mit einem sicheren, natürlichen Auftreten, geradeaus die Chance packen und dann überlegen, was mache ich jetzt eigentlich, wie komme ich da wieder raus? Nee, du holst dir natürlich die Herausforderung in diesem Sinne. Jetzt haben wir viel gehört, viel auch geschmunzelt und gelacht. Wo geht es denn jetzt hin mit dieser Pain Relief Praxis oder mit deiner Selbstständigkeit jetzt im Unternehmen? Was du dir jetzt aufgebaut hast? In den nächsten 3, 5 Jahren? So? Also ich bin jetzt in einem kreativen Prozess, wo ich mir viel Freiraum lasse. Also ich habe mich noch nicht so wirklich in eine Struktur reingepresst, was irgendwann mal vielleicht nötig ist. Und ich gönne mir jetzt vielleicht sicher noch so 2 Jahre, wo ich alles ausprobiere, wo ich wirklich wieder Erfahrungen mache, wie ich das auch in der Vergangenheit gemacht habe, bis ich mich dann wieder sagen, okay, das bin ich jetzt, das biete ich jetzt an. Ich denke, in den nächsten 4 Jahren werde ich sicher noch das machen, was ich mache, weil ich liebe das, was ich mache, obwohl es ab und zu sehr anstrengend ist. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht wachse, dass ich nicht Leute ins Boot hole, sondern ich bleibe. Das, was für mich wichtig ist, dass ich diese Beweglichkeit habe, dass ich mich nicht in etwas reinquetsche und sage, ja, Diana macht nur das, das ist sie, sie macht nichts anderes, sondern diese Beweglichkeit ist für mich auch sehr wichtig. Und wenn ich so fantasiere, könnte ich mir vorstellen, dass ich Projekte im Ausland habe. Ich habe letztes Jahr auch in Deutschland was machen müssen. Ich denke, jetzt vielleicht ist dann Deutschland, Österreich so eine Thematik noch verstärkt. Aber zurzeit genieße ich noch sehr die Schweiz. Super. Und es wäre vielleicht so ein nächstes Ziel, wo ich sage, ja, ich gehe mal ein bisschen nach Deutschland, gehe mal ein bisschen nach Österreich. Wie arbeiten die da? Wie sind die da unterwegs? Sind die weiter als wir? Aber verstehe ich es richtig? Kunden, Business und nicht Privatpersonen? Ja, also ich möchte jetzt, ich habe jetzt auch wieder reduziert mit Privatpersonen. Ich möchte wirklich mehr in betrieblich, also in Unternehmen da tätig. Ja, weil da reinwachsen. Das gefällt mir am meisten. Super. Ich stelle ja mal meinen Interviewgästen immer ein paar Fragen auch. Das hast du ja festgestellt. Die sind ja jetzt immer wieder gekommen. Jetzt sind wir schon im Schluss drin. Die eine, wo es mit dir hingeht, mit deiner Idee, mit deiner Vision, wo du dich siehst. Wenn du aber heute schon von dieser Welt gehen müsstest, wenn jetzt heute der letzte Tag wäre, was denkst du, was würden die Leute über dich sagen, über dir? Was hinterlässt du der Welt heute? Nicht in Zukunft, sondern jetzt. Was hast du schon erreicht? Was hinterlässt du dir? Ich
denke, so der erste Gedanke, den Leuten haben, wäre, ja, die war schon frech mit ihrer Art. Die war sehr frech und direkt. Aber die hatte so immer gute Absichten. Das ist lustig, bei mir sieht das immer so aus, als ob man das Böse meint, aber die guten Absichten. Und ich denke, dass das die Leute mehr wahrnehmen soll, dass negative Sachen, die von außen kommen oder die jemand etwas Negatives sagt, dass man das wirklich als was Gutes ansieht, dass man wirklich sich Zeit genommen hat, was Negatives der Person zu sagen. Also man hat sich Zeit genommen für jeden, jemand hat sich Zeit genommen für dich. Und ich denke, das ist dieser Aspekt, wo ich denke, dass es wichtig ist, dass die Leute mehr Zeit für sich selber nehmen. Und das geht aber um dich und nicht um die Leute. Ja, ich denke, diese freche Art, das ist das, wo den Leuten am meisten bleibt. Diese freche, kreative, überall. Sie sprach unangenehme Dinge mit ihrer frechen, natürlichen Art an und lächelte sie wieder weg. Ne? Genau. Super, toll, toll. Jetzt, bevor wir zur letzten Frage kommen, die ich ja nicht mehr kommentieren werde, sondern die wir dann hier im Raum stehen lassen und dann uns nach verabschieden in diesem Podcast, möchten vielleicht die ein oder anderen Zuschauer oder die den Podcast jetzt hören, wissen, wie bekomme ich denn jetzt Kontakt zu der Diana? Wie erreicht man dich? Was ist da das beste Zugangsmittel? Ich habe eine Homepage, wie jeder hat. Mhm. Ich bin noch nicht so groß, dass ich sage, ich brauche keine Homepage. Okay. auf painreliefpraxis.ch finden Sie mich. Oder wenn man eingibt Diana Petra, habe ich da auch einen Instagram-Account, wo ich da auch viele Sachen, Inputs reinmache. Und am besten ein E-Mail schreiben oder meine Handynummer ist eigentlich auch drauf. Also anrufen ist auch sehr gut. Super. Wunderbar, das ist doch toll. Ich denke, für all die, die jetzt einen Podcast gehört haben und sich mehr über Diana interessieren möchten, was sie da tut und wem sie da helfen kann, schaut doch einfach rein, klickt auf ihre Webseite, holt die Informationen und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst auch ein Like. Teilt es in sozialen Netzwerken, genau, weil nur dann kann auch jemand anders davon profitieren. Wie haben Sie gesagt, ganzheitlich, jeder spielt da ein gewisses Element in diesem großen Musikstück. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Willst du die hier sehen? Soll ich sie dir vorlesen? Ja, lese sie mal bitte vor. Es ist zwar nicht so viel, aber schau mal. Es ist dieser Satz hier. Das Leben ist zu kurz, um keinen Spaß zu haben. Super. In diesem Sinne, besten Dank dir für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht. Ich finde es toll, dass wir so offen miteinander reden konnten. Vor allem gerade, was die Geschäftswelt angeht, gibt es das eine oder andere, was man sicher noch in Zukunft angehen kann. Ich wünsche dir mit deinem Business viel Erfolg, viel Freude, Zuversicht und bin gespannt, wo es in den nächsten 3 bis 5 Jahren vielleicht sehen wir uns wieder und können dann wieder einen neuen Podcast-Folge machen. Sehr gerne, danke dir auch. Okay, tschüss.